Hallo liebe Freunde, ich bin jetzt wieder unterwegs für euch und diesmal bin ich in so einem alten Stollen hier. Der Stollen ist aus mehrerer Hinsicht wirklich echt spannend. Zum einen wurde hier früher mal Gips abgebaut, das ist schon über 100 Jahre her und seitdem steht dieser Stollen leer. Und da dieser Stollen leer steht, weiß eigentlich auch keiner mehr, dass es ihn wirklich gibt. Der ist wirklich mitten im Wald, absolut unberührt. Dadurch haben wir hier Tiere, die es sonst kaum noch gibt. Beispielsweise haben wir im Winter hier hinter mir Fledermäuse in diesem alten Stollen, die hier überwintern. Man soll ihn natürlich nicht stören, aber wir haben jetzt hier noch was anderes, nämlich hat sich hier so ein kleiner See, so ein kleiner Teich gebildet. Und in diesem Teich haben wir jetzt wirklich ganz seltene Tiere, nämlich diese hier. Ich versuche dir euch mal zu zeigen. Was sind es jetzt hier? Das sind die Larven von einem Feuersalamander. Woran erkennt man die? Naja, wenn ihr mal genau hinschaut, am Ansatz der Beine haben die Tiere so weiße Flecken. Also praktisch wirklich, opa, ich muss mal ein bisschen aufpassen hier, am Ansatz der Beine sind so weiße Flecken und daran erkennt man ganz deutlich die Larven von einem Feuersalamander. Warum sind diese Tiere so bedroht? Warum haben wir kaum noch Feuersalamander? Naja, Feuersalamander gehören zu den Amphibien. Alle Amphibien haben ihren Nachwuchs im Wasser und wir haben immer weniger unberührte Gewässer. Die meisten Gewässer sind verschmutzt und dort können die Larven der Amphibien eben nicht heranreifen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir noch möglichst viele solcher unberührten Gewässer hier haben, wo dann wirklich die Amphibien noch ihre Larven zur Welt bringen können. Beim Feuersalamander ist es noch eine Besonderheit, denn der Feuersalamander legt die Larven bereits fertig ins Wasser. Das heißt, er legt keine Eier oder sowas, sondern wirklich fertige Larven. Damit ist der Feuersalamander lebend gebärend, was unter Amphibien relativ selten ist. Amphibien lassen sich so grob einteilen in zwei große Gruppen. Einmal in die sogenannten Froschlurche, dazu gehören alle Frösche und Kröten, und in die Schwanzlurche. Die Froschlurche haben als Larven jetzt so die Kaulquappen, kennt ihr bestimmt, sieht ein bisschen aus wie eine Erbse mit Schwanz. Die Schwanzlurche haben jetzt als Larven, ja, schon wirklich Tiere, die sind so lang gestreckt, die sehen schon eher aus wie die adulten Tiere. Wirklich so am Kopf oder am Ansatz des Kopfes sind dann die Kiemen und auch die Beine sind schon relativ schnell entwickelt bei den Tieren. So, guckt sie euch nochmal an, also wirklich recht spannende Tiere. Wenn die Tiere dann mal fertig sind, wenn die erwachsen sind, dann haben sie so ein typische schwarz-gelbe Färbung. Habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen bei einem Feuersalamander. Warum macht er das? Warum hat er so eine krasse Färbung? Das liegt ganz klar daran, ein Feuersalamander hat eine recht giftige Oberfläche. Also es sondert wirklich Gifte ab, dass die Haut ja, giftig wird, um sich damit vor Fressfeinden zu schützen. Jetzt bringt ein Tier aber nichts, giftig zu sein, wenn er nicht zeigt, dass es giftig ist. Denn sonst wird das Tier natürlich trotzdem gefressen. Und damit man wirklich erkennt, damit andere Tiere, Fressfeinde erkennen, hey, der Feuersalamander ist giftig, dafür muss der Feuersalamander zeigen, dass er giftig ist und deswegen hat er diese typisch schwarz-gelbe Färbung. Also ich zeige es euch jetzt nochmal, so ein letztes Mal, die typischen Larven von dem Feuersalamander. So sehen die Tiere aus. Ich hoffe, das Video hat euch jetzt gefallen. Macht's gut, bleibt gesund und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.